ein Pedelec, ein Fahrrad mit Elektromotor. Und hinten ist ein Koffer aufgebaut von der Firma TKD Logistics. Da steht aber UPS drauf, der große Paketdienst. Dominik Kräft von der Firma TKD aus Bochum. Sie liefern damit Pakete aus? Genau, wir fahren dort in der Schwerter Innenstadt und liefern dort unsere Sendungen aus. Ist das Ganze denn vielleicht nur ein Prestigeobjekt, dass Sie sagen, okay, guck mal, wir können auch so, warum machen Sie das? Also Prestige ist natürlich auch ein Argument, ist aber nicht unser Beweggrund, warum wir dies tun. Das ist ein netter Nebeneffekt. Wir machen das dort, weil in Schwerte ein verkehrsberuhigter Bereich ist und wir ansonsten keine guten Möglichkeiten hätten zuzustellen. Und dies können wir hiermit auf eine angenehmere Art und Weise erledigen. Wir sind jetzt hier noch vor dem Schwerter Krankenhaus. Das könnte auch noch so ein Gebiet sein, wo man künftig vielleicht mit großen LKW normalerweise nicht mehr so leicht anfahren kann. Ne? Genau, dafür kommt dann auch wunderbar dieses Lastenrad in den Einsatz und man kommt bequem, wie Sie sehen, vor das Krankenhaus und kann auch ohne größere Verzögerung diese Dinge zustellen. Dann. Man sieht gar keinen Akku hier dran, der ist wahrscheinlich hier hinten in diesem Kläppchen drin, das heißt nicht besonders groß. Viel verbrauchen tun Sie nicht. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Also der Kostenaspekt ist ein sehr wesentlicher. Sie müssen sich vorstellen, Sie sparen ein komplettes Zustellfahrzeug ein und haben natürlich die besagten Nebenkosten nicht. Sie zahlen keine Versicherungen, Sie haben keine Steuern, Sie haben keine Treibstoffzuschläge und bewegen das dort mit. Jetzt kommt hier gerade der Fahrer. Wie werden Sie denn eigentlich wahrgenommen bei Ihren Kunden, wo Sie abliefern? Ich werde eigentlich sehr gut wahrgenommen bei meinen Kunden. Lacht man da nicht sozusagen so ein bisschen, da kommt einer mit so einem kleinen Köfferchen und will uns Pakete liefern? Ach, ich habe das, doch, es gibt schon viel Gelächter unterwegs. Aber ich finde das eigentlich sehr amüsant, bin ich ganz ehrlich. Und funktioniert das denn? Kriegen Sie die Pakete weg, die Sie haben? Sie haben ja hier ganz schön große Pakete jetzt auch drin. Aber sicher kriege ich die alle weg. Zur Not kann ich sie auch oben drauf packen, weil das funktioniert und das geht immer ganz gut. Ja. Ich meine, manchmal habe ich auch schon Probleme mit den Paketen, wenn sie zu lang sind. Dann funktioniert das nicht. Aber sonst, in der Regel geht das alles ganz gut.